Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit einem allgemeinen Stack beschäftigt, bei dem wir eben den Typ Object angewendet haben, haben gemerkt, wir haben zwar das Dry-Problem gelöst, weil wir nur noch eine Klasse für Stack brauchen, die wir für beliebige Datentypen verwenden können. Allerdings ist das Ganze nicht typsicher, wie wir gesehen haben, und wir haben auch das Boxing- und Unboxing-Problem beschrieben, das dabei auftauchen kann, wenn wir eben hier Wertetypen als Object interpretieren. Und dann kam am Ende des Videos der Hinweis, wenn wir Generics einsetzen, kriegen wir Dry Code, der sowohl typsicher ist, als auch eben dieses Boxing- und Unboxing-Problem nicht hat. Und genauso wollen wir eben das Ganze haben. Deswegen schreiben wir jetzt eben diesen Stack generisch. Wir fangen gleich mal an. Das, was ich hier unten mache, ist eben die Klasse Stack generisch zu definieren. Was mache ich hier? Ich schreibe nach dem Bezeichner der Klasse die Spitzenklammern und innerhalb dieser Spitzenklammern gebe ich jetzt den Generic an. Das ist einfach ein Name für einen Generic, den, wenn man nur einen hat, benutzt man üblicherweise bloß ein großes T. Das kommt noch aus meines Erachtens wahrscheinlich der C++-Zeit. Da heißen nämlich Generics Templates, also Vorlagen. Und dieses T ist jetzt einfach ein Platzhalter für einen Typen. Und dieser Platzhalter muss beim Instanzieren oder beim Einsatz des Objekts eben aufgelöst werden. So, und wir können uns tatsächlich wieder diesen ganzen Code kopieren wie vorher. Und anstatt Object benutzen wir jetzt eben T. T ist ja unser Platzhalter, das heißt, wir machen eben ein Objekt, ein Array, der T verwalten kann. Genauso initialisieren wir ihn hier. Und wir nehmen hier auch ein T entgegen und geben ein T zurück. Genauso setzen wir hier eben T ein. Und hier haben wir noch das eine Problem. Was ist denn der Standardwert für T? Das ist eben, also hier habe ich eh einen Fehler gehabt im Object Stack. Hier muss natürlich eigentlich Null stehen, nicht Null. Das ist wieder fehlende Typsicherheit, die ich hier gehabt habe. Anyway, zurück zum Stack of T. Was ist denn jetzt der Standardwert für T? Können wir 0 angeben? Nein, können wir nicht. Können wir vielleicht irgendwie so was angeben? Auch nicht. Also, wir können nicht sagen, ist T ein Wertetyp oder Referenztypen? Referenztypen kann man ja auf Null setzen, Wertetypen nicht. Die haben jeweils einen anderen Standardwert. Und dafür gibt es das sogenannte Default-Schlüsselwort. Wenn man Default schreibt, kann man dann runde Klammern angeben und innerhalb dieser Klammern kann man sich den Standardwert für einen gewissen Datentypen holen. Und hier nutzen wir eben T. Das heißt, wenn dieser Typ eben aufgelöst würde, beispielsweise nach int, dann würde hier default von int stehen, das kann man übrigens auch schreiben, und default von int gibt natürlich 0 zurück. Wenn wir default Punkt von double machen, dann kriegen wir eben 0.0 zurück. Default von bool wäre eben false, oder default von einem beliebigen Referenztyp, beispielsweise object, ist immer null. Also eine Referenz ist standardmäßig immer auf null gesetzt. Und wir nutzen hier eben dieses T, damit wir, je nachdem, nach was dieser Platzhalter aufgelöst wurde, eben diesen Standardwert für diesen Typen bekommen. Und dafür ist eben Default hauptsächlich im Einsatz. So, und dann schauen wir uns jetzt mal diese Stack-Klasse nochmal genauer an, beziehungsweise den Generic. Wie gesagt, ich habe ihn hier oben definiert. Wenn ich ihn auf den Typen definiere, dann kann ich ihn innerhalb des Scopes dieses Typen beliebig einsetzen. Ich habe ihn eben hier eingesetzt als Platzhalter und hier als Parametertyp und hier als Rückgabetyp und hier für den Typ einer Variablen. Das kann ich alles machen.
Es ist auch möglich, dass man eben diese Generics nicht nur auf dem Typen definiert, sondern direkt bei Funktionen. Aber das schauen wir uns einfach in einem späteren Beispiel nochmal genauer an. Jetzt beschränken wir uns erstmal darauf, dass wir eben Generics auf Typen definieren können. So, und anstatt eben jetzt unseren Int-Stack, Entschuldigung, unseren Stack, der eben intern Object benutzt, zu verwenden, benutzen wir jetzt hier eben einen Stack of Int. Und wir sehen jetzt hier schon, wenn wir diesen Stack instanziieren möchten, dann müssen wir diesen Platzhalter, diesen Generic hier, dieses T eben auflösen. Und das macht man in einem sehr ähnlichen, in einer sehr ähnlichen Syntax, wie eben den Generic definieren. Wir schreiben einfach spitze Klammern und geben für diesen T, also wir können es ja auch sehen, dass wir hier im Tooltip haben, dass es hier der Stack of T ist. Und diesen Platzhalter T müssen wir eben hier auflösen. So, und dann sehen wir hier schon, einmal wird dieser Cast überflüssig, das heißt, wir können den wegnehmen, weil wir hier jetzt wieder typsicher, wir geben ja hier dann ein T zurück und wenn wir dieses T nach Int aufgelöst haben, brauchen wir hier auch keinen extra Cast mehr. Genauso sind wir typsicher hier wieder unterwegs, wenn unser Programmieranfänger oder sonst irgendwer, warum auch immer, im Delirium sagt, wir müssen hier zu diesem Int-Stack einen String hinzufügen. Wir kriegen hier jetzt einen Compiler-Fehler, wie wir sehen, dass eben String nicht nach Int gecastet oder implizit konvertiert werden kann. Ja, offensichtlich existiert aber eine. Achso, nee, Schmarrn, wir haben hier natürlich noch diesen anderen Stack. Das heißt, wir würden hier eben dieses T nach String auflösen. Auch das müssen wir hier bei der Variable dann wieder mit angeben. Also nicht bloß beim Instanzieren des Objekts, sondern auch bei der Variablen-Typ dann benutzen wir eben Stack of String. Aber wir könnten hier natürlich auch einfach var schreiben, so wie es uns schon bekannt ist. Wir sehen auch hier haben wir dann eben diesen Cast nicht mehr, den wir eigentlich bräuchten, wenn wir Object einsetzen. Und wir sehen auch hier, dass es keine implizite Konvertierung zwischen Double und String gibt und deswegen sind wir hier typsicher unterwegs. Der Compiler wirft hier einen Fehler. Und das ist es im Prinzip eigentlich auch schon. Ja, also ich habe jetzt eben, also es ist immer recht schwierig zu erklären aus dem Stegreif, wozu brauche ich denn Generics? Ich habe jetzt eben anhand dieses Stack-Beispiels zeigen wollen, wann es Sinn macht. Also offensichtlich, wenn wir bei Collections unterwegs sind, weil Collections verwalten immer mehrere Objekte eines bestimmten Types. Aber es ist ihnen eigentlich relativ egal, welcher Typ das ist, weil auf diesen Objekten eben innerhalb der Collection-Klasse nicht besondere Funktionen aufgerufen werden. Und genau das haben wir eben auch hier gesehen. Wir verwalten diese Objekte bloß richtig, was anstellen tun wir aber nicht. Wir machen das eben hier nach diesem Stack-Prinzip. Neue Elemente obendrauf und das oberste Element kommt immer runter. Ich habe es bis jetzt noch nicht in den Videos explizit erwähnt, aber das ist das sogenannte LIFO-Prinzip. Das sagt eben Last in, first out und das ist eben genau der Stack. Das letzte Element, was reinkommt, wird als erstes wieder rausgenommen. LIFO in der Abkürzung. Last in, first out. Ja, dann kommen wir nochmal kurz zu diesen Generics. Wir haben jetzt hier auf dieser Klasse nur einen Generic genutzt. Prinzipiell können wir aber innerhalb dieser spitzen Klammern, Komma getrennt, beliebig viele andere Generics noch angeben, also beispielsweise U oder man sagt dann auch, dass man meistens T-Key oder T-Value schreibt, wenn man mehrere Generics hat. Die müssen sich natürlich im Bezeichner hier unterscheiden. Prinzipiell kann man aber beliebig viele Generics auf einem Typen oder auf einer Methode definieren und jeder Generic steht dann eben für einen anderen Typ, für den er als Platzhalter gilt. Wir sehen dann auch noch, wenn wir uns weitere Collection-Klassen innerhalb des .NET-Frameworks anschauen, dass es eben teilweise Typen gibt, die mehrere Generics verwenden.
Also wenn Sie das sehen, sehen Sie diese einfach Komma getrennt aufgeführt. Und wenn wir diese dann auflösen müssen, müssen wir die dann natürlich auch hier Komma getrennt jeweils die entsprechenden Typen dafür angeben. Das ist das eine. Also wir können beliebig viele Generics auf einem Typen definieren. Und wenn wir ins Skript schauen, dann stehen hier auch nochmal die wichtigsten Sachen zusammengefasst, was jetzt uns eigentlich der Generic bringt. Also man sieht eben, wie gesagt, Generics sehr häufig bei Collection-Typen, wie ich das gerade schon angemerkt habe. Prinzipiell kann man sie aber bei jeder beliebigen Klasse einsetzen, überall da, wo man eben einen Platzhalter braucht für einen bestimmten Typen. Und letztendlich erlauben uns eben Generics das Schreiben von Typen und Methoden, die auf mehrere Typen anwendbar sind. Und wir haben trotzdem dadurch Typsicherheit. Ne? Die ist nicht wie bei Object verloren gegangen, als wir unseren Stack, der mit Object arbeitet, geschrieben haben. Eben, das ist so, weil der Compiler beim Erstellvorgang überprüfen kann, ist dieser entsprechende oder passt dieser Wert zu dem Typen, für den das T aufgelöst wurde. Genau das kann der Compiler eben schon beim Erstellvorgang sagen und genau deswegen haben wir hier einen höheren Grad an Typsicherheit. Hier tritt eben auch bei Generics kein Unboxing und Unboxing auf. Das heißt, wenn wir hier den Stack of Int haben und wir fügen dieses Element hinzu, dann steht für dieses T letztendlich hier Int, wenn wir das eben so aufgelöst haben. Und wir haben dadurch kein Boxing, Unboxing. Das heißt, dieser generische Stack wäre auch in diesem Fall performanter als dieser Stack, der intern Object benutzt. Und wir haben eben trotzdem das Dry-Prinzip. Das war ja erstmal das Grundsätzliche, dass wir nicht mehrere Stack-Klassen haben wollten, die jeweils einen bestimmten Typ haben, sondern dass wir genau eine Klasse haben, in der eben alles definiert ist, die wir bei Änderungen auch bloß einmal anpassen müssen und die sozusagen trotzdem universell für alle möglichen Konstellationen einsetzbar ist. Ja, und genau das haben wir eben auch mit dieser generischen Stack-Lösung geschafft. Ja, und wir sehen eben auch im nächsten Video, dass es eine ganze Reihe an verschiedener Collections gibt, die im .NET Framework eben zugegen sind. Das schauen wir uns aber im nächsten Video an. Und für jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.